Ab dem 18. Februar heißt es für zahlreiche Promis wie Schlagerstar Michelle, Musiker Mike Singer oder Moderatorin Amira Pocher, Let's Dance. Unterstützung erhalten sie dabei von den Profitänzern und Tänzerinnen der Staffel. Bei der Verkündung von diesen sorgte RTL nun für eine mega Überraschung. Ein absoluter Publikumsliebling kehrt nach 2 Jahren Auszeit zurück auf das Tanzparkett. Damit hat selbst das treueste Let's Dance-Publikum nicht gerechnet. Tanzgeneral Ekaterina Leonova darf wieder tanzen. 2 Jahre lang musste die gebürtige Russin auf die beliebte Tanzshow verzichten. Zuschauer und Zuschauerinnen vermuteten, dass die 34-Jährige aufgrund einer zu großen Fanbase ausgesiebt wurde. Leonova hatte ab 2017 mit Gil Oferim, Ingolf Lück und Pascal Henz 3 Jahre in Folge den Titel Dancing Star gewonnen. Nun feiert die Tänzerin ihr Comeback. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin unendlich glücklich. Ich bin so glücklich. Danke an alle. Verleiht sie ihrer Freude unter dem Verkündungspost des Let's Dance Instagram-Accounts Ausdruck.